einfach mit jedem abklatschen und ja, man weiß, dass man zusammengehört. Also das ist so, wenn man in der eigenen Gemeinde ist, ist oft, da hat man so seine 20 Leute um sich, aber dann international merkt man eigentlich, was für eine Masse das eigentlich ist. Jesus! Perché sono qui alla GMG per vivere un'esperienza meravigliosa insieme a Gesù e tutti i miei fratelli. Ciao! Bricht auf, verändert das Angesicht dieser Erde, so wie er aufgebrochen ist. Und mit dieser Botschaft öffnet die Türen, macht die Tore weit, reißt die Mauern nieder. Tatsächlich bete ich am meisten hier für meine Familien und für meine Familie und meine Mitmenschen und für meine Freunde. Und ja, auch für meine, vielleicht auch für meine Sünden, weil das ja auch hier ein Ort der Barmherzigkeit ist. Ich bin der Pater Philipp aus Maria Laach. Ich darf hier auf dem Weltjugendtag sein in Krakau mit vielen aus der Diözese Köln und Trier, treffe viele Freunde hier und es ist ein großartiges Fest des Glaubens mit tollen Gottesdiensten und Begegnungen. Und das Hauptthema ist ja Barmherzigkeit. Und wir hatten gerade hier in der Jugendfestbar verschiedene Zeugnisse zu diesem Thema. Und ich habe für mich nur gedacht, Barmherzigkeit ist aber auch etwas ganz Tiefes und Normales in meinem Leben. Jeden Tag darf ich mit Gott wachsen und jeden Tag erkenne ich in meinem Leben, dass ich neu an Gottes Barmherzigkeit, dass Gottes Barmherzigkeit in meinem Leben wirkt und dass diese Barmherzigkeit eigentlich mein Leben trägt. Und das ist nicht unbedingt immer ein Erlebnis, wie vom Saulus zu Paulus werden oder aus der Tiefe gezogen zu werden. Das kann etwas ganz, ganz, ganz Alltägliches sein. Und es ist ganz wichtig, immer wieder diese Barmherzigkeit im Leben zuzulassen. Und für mich als Benediktiner ist natürlich ganz wichtig, der Satz ist der Regel des heiligen Benedikt, dass wir Menschen an Gottes Barmherzigkeit niemals verzweifeln dürfen, weil sie so groß ist, dass wir immer und immer wieder von ihr angenommen sind. Der Glaube ist sehr wichtig für mein Leben, einfach um in allen möglichen Situationen, egal ob es schwer ist oder ob es irgendwie eine total super Situation ist, einfach zu wissen, warum man das hat und immer wieder sich auf den Boden zurückzuholen und auf das Wichtige zu besinnen. Ja. Also es ist was sehr Wichtiges, was einen trägt, das Leben trägt und ja, genau. Und es bedeutet Gemeinschaft, wie man hier ja merkt. You are my life. You are my life.